So, meine Damen und Herren, da kommen wir denn zur nächsten und letzten Aufnahmesession, immer noch in der gleichen, wo wir gerade Level 8 hatten, jetzt 9. Oh, das hat nur ein Level. Kapitel 1 von 1. Vernichte Hitlers Armee. Da steht immer noch 2 Stunden 33. Ich hatte neulich nachgeguckt, das war, glaube ich, nach Level 6 oder nach Level 7. Da hatte ich 12 Stunden 35 oder 12 Stunden 37, also 10 Stunden mehr, wie drauf steht. Also das wird ja von nicht verwendet, da steht 2 Stunden 33. Entschuldigung, in Rom. Schon wieder. Der wird doch gleich weggeschissen, Albert. Hi, Leute, ich erlebe noch. Der Fug. Sammel das göttliche MG ein. It was because of Schweiger. He stayed in that place so we could escape with the relic. We'd be dead without him. Ich möchte gerne. Genau. Entschuldigung. Entschuldigung. Das kann jetzt wahrscheinlich auch das mal. Schließlich, das habe ich nur noch 15 Minuten, ein bisschen verarschen. Schlagt euch zu die Horde. Solange keine Snipers kommen. Ah, okay, kommt einer da vorne runter gestiefelt. Huch! Das Ding gefällt mir. Ja, ich sehe das hier.
What? Was ist das für ein Ding? It's Hitler. Today, the Eternal Reich begins. This world will be turned to make way for Dark's Golden Age. Is that a Dark? Woohoo! Was hat der erste Kanne gefangen? Danke, Per. Danke. Mortars incoming. Move. Oh mein Gott. Okay, wenn er jetzt reinläuft, ist gut.
those of you who seek to defy me. Bisschen wird. Squad, come in. Are you alive? Please respond. You're not going to believe me. You're inside the tank. Inside the tank? Well, what are you waiting for? Blow it up! What are these things? They look like organs. Whatever they are, just destroy them and get up. So, machen wir hier durch. My hell machine is unstoppable. Get out of there now. And now we're in super. You thought you could defeat me that easily? Die! No! The tank is still standing! I'm sure we took that thing out. Onwards! Resume fire! He's moving towards the church. We need you out here. Just keep him distracted. I'm sorry. We're getting massacred out here. Where are you? Blame the damn zombies. Oh, ich gehe ihn erstmal. Still alive, eh? Well, not for long. Now, you will face my true wrath. Hat denn etwas schon noch geblinkt? Da. Done.
Was bekomme ich jetzt als nächstes? Kein Problem. So, jetzt kommt Hitler, den wir auch noch mal abknallen müssen, was oder was? War ja so klar. Ganz, ganz viele Hitler-Headies. Shield down. This is it. Junge, ich hab dich schon einmal verbannt, ich verbanne dich gleich nochmal. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Zombie Army 2, der Beginn war doch genauso wie hier das Ende. Praktisch vorhinter sein Kamerad den Schädel damit eingeschlagen hat.
So, da sind wir auch dann wie ich hier komplett alles dismissed habe von wegen machen da, ne? Ja, unter 15 Minuten habe ich es auch nicht geschafft. Aber was habe ich geschafft? 259.224 als Höchstpunktzahl. Bester Schuss war 9.028, Genauigkeit 49%, höchste Kombo 158, also habe ich fast genau meine eigene Eigenschaft von 162 oder 167, was es mal war, mit 351 Kills. Spiel verlassen. Das Spiel verlassen gehe ich jetzt mal nicht, ich klicke jetzt mal auf weiter. Weil, kann jetzt nichts passieren, ich müsste jetzt ins Hauptmenü kommen. Außer ich habe jetzt auch so einen Kreis gedrückt. Da komme ich ins Hauptmenü. Weiter kann ich nicht. Mission fortsetzen, Terrorlabor. Das müsste glaube ich schon das DLC sein. Terrorlabor. DLC. Und also unten könnt ihr lesen. Bald verfügbar, schau regelmäßig für neue DLC-Kampagnenmission weiter. Aber es ist jetzt Terrorlabor, also das ist schon die nächste Mission. Das ist dann praktisch das erste DLC-Add-on, denn das Hauptspiel beinhaltet nämlich nur neun Missionen. Und halt gibt es ja noch was, drei DLCs, ich glaube drei waren das. Die erscheinen sollten. Ich gucke jetzt mal ganz schnell noch rüber. Zombie Army 4 Deadshot Deluxe. Das war Super Deluxe Edition, Entschuldigung. Ist auch kein Angebot, das hat für 79,99, für 47,99 Angebot bis zum 30.04. Die Zombie Army Deluxe enthält das Hauptspiel sowie eine ganze Season an Inhalten. So, das Basisspiel kostet also statt 50,30. So, da. Zombie Army 4 Mission 1 Terror Lab. Das ist das, was ihr da jetzt gerade seht. Kostet regulär 6,99, wenn ihr es dazu kauft, also Trend kauft. Die erste Mission von Hellkult. Also wie viel das nachher sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich glaube drei habe ich gelesen, sollten es glaube ich sein. Und wie gesagt, die Main Story, wie gesagt, ist jetzt vorbei, so dass wir dann im nächsten Schritt ja ins DLC reingehen, beziehungsweise mache ich vielleicht noch vor dem DLC den Horn-Modus, dass ich danach dann die Kampagne in Form von DLC weitermache. Oder ich mache erst den DLC und den Horn-Modus. Aber ich denke mal, ich mache glaube ich erst den Horn-Modus einmal und danach den DLC. Und danach mache ich dann den DLC-Modus weiter durchgängig und dann schwenke ich wiederum vielleicht auf
den Horn-Modus. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal hier bei Zombie Army 4 Dead Walk.